Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, bei der letzten Sache, Projekt Unsterblichkeit war das, glaube ich, hatten wir diesen Querverweis-Endspiel. Habe ich aber nicht gefunden, habt ihr ja gesehen gehabt. Also habe ich nochmal nachgeschaut, in der Vermutung, dass der vielleicht falsch eingeordnet ist oder irgend sowas, aber den gibt's gar nicht. Diesen Querverweis-Endspiel gibt es anscheinend nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Von daher, lasst uns doch einfach mal wieder gehen. Das finde ich ein bisschen blöd, dass es da einen Querverweis gibt, zu der, naja, nirgends was hinführt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd. So, jetzt lasst uns das ganze Zeug noch ausdrucken. Der Cyberdrucker akzeptiert Ihre Cyberdateien und druckt. Die Frage ist nur, was genau kommt eigentlich aus einem Cyberdrucker raus? Ah, ein schöner Tintenstrahldruck. Nee, Nadeldrucker war das. Die Geräusche von Nadeldrucker. So, auch die kommen mit. Nigel kommt mit. Was haben wir noch? Projekt Unsterblichkeit kommt noch mit raus. Wird alles schön ausgedruckt. Oh, Sharpay. Nun, vielleicht ist wirklich was dran an diesen Geschichten über Superhelden und so. Na gut, wenn du meinst. Ich habe schon geglaubt, sie würden es nie schaffen, mich zu beeindrucken. Na bitte. Schaffen wir doch immer wieder. Und... nein, das war's auch. Deswegen kam auch dieser Kommentar anscheinend. Dann können wir mal gehen. So, wir melden uns ab und wir gehen aus dem Cybernet hinaus. Und wenn ich mich recht erinnere, haben nämlich das, was wir gedruckt haben, tatsächlich wurde an diesen Drucker geschickt, an dem wir gerade sitzen, wenn ich mich recht erinnere. Und das mussten wir dann, glaube ich, diesen Wissenschaftler geben. Ich glaube jedenfalls, so war das. Er guckt, da kommt es gerade raus. Dann kommt das Ganze mit. Das sind die Ausdrucke der Dateien, die Sie im Cyberspace als Beweismaterial gegen Dr. Bellos sichergestellt haben. Alles klar. Und wisst ihr, was wir da machen? Wir zeigen ihm das Ganze. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Also, Dr. Bellos, ich glaube, Sie müssen mir das schon ein bisschen erklären. Sie sind verrückt, Wilco. Was sagen Sie nun, Doktor? Konfrontiert mit den Fakten in den Dateien, die Sie gefunden haben, rastet er völlig aus und es sprudelt nur so aus ihm heraus. Oh, ich, ja, es sprudelt. Sehr wortreich formuliert. Ich habe das nicht zu Ende gedacht, bis ich auf einmal gegen meine eigene Ethik handeln musste. Ich war bereits, es war schon zu weit fortgeschritten, schon alleine die Experimente. Ich dachte, ich könnte nur dieses eine durchziehen und damit zurechtkommen. Die Liebe kann uns zu seltsamen Dingen treiben, Wilco. Sie wusste, wie mir zumute war, und sie hat das ausgenutzt. Ich glaube, ich weiß, was Sie da über die Liebe sagen wollen. Moment mal, Augenblick. Wollen Sie damit ausdrücken, dass Sie scharf sind? Ich meine, Sie haben wirklich eine Affäre mit Sharpay? Mein Gott, es ist Ihr Ernst. Ich glaube auch, dass die Liebe einen zu verrückten Dingen treiben kann. Aber in diesem Fall hat sie zu unethischem und illegalem Treiben gebracht, Doktor. Wo ist Stella Santiago? Ich weiß, dass sie am Leben war. Ihr Tod war vorgetäuscht. Was haben Sie mit ihr gemacht? Beim Geiste Cäsars, die Frau, sie lebt noch, aber ich glaube, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie lebt?
Was meinen Sie mit nicht mehr viel Zeit? Begreifen Sie doch, das Projekt Goldene Lichtjahre war nicht mehr als eine Fassade für die Forschung, die ich auf Wunsch von Sharpay durchgeführt habe. Sie fürchtet sich wahnsinnig vor dem Tod. Sie haben es sicherlich nicht bemerkt, aber sie wird langsam alt. Ach nee. Wer hätte das gedacht? In sehr einfachen Worten, Hausmeister Wilco. Für Sie immer noch Unterhausmeister, Mann. Vergessen Sie das nicht. Verzeihung, Unterhausmeister. Wie ich schon sagte, fürchtete sich Sharpay vor dem Tod. So sehr, dass sie bereit war, anderen das Leben zu nehmen, um das eigene zu retten. Sie wusste, dass ich sie liebe. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich sie zum ersten Mal traf. Das war auf der Beerdigung von, ich glaube, es war ihr vierter Ehemann. Und ich habe noch nie solch eine Ausstrahlung gesehen. Ich verfiel ihr ganz und gar. Und sie wusste das. Sie hätten sie in Schwarz erleben sollen. Ah, ich verzichte. Erzählen Sie endlich von Stella. Gut, um es kurz zu machen, ich habe einen Weg gefunden, Sharpays Leben dadurch zu verlängern, dass ich ihren Geist in einen anderen Körper übertrage. Sie waren dafür bestimmt, bis ihre Freundin Stella Santiago dazwischen kam. Wir dachten, dass sie niemand vermissen würde. Ich habe Nanotechnologie angesetzt, um den auserwählten Wirtskörper zu übernehmen. Das ist es, was gerade jetzt mit ihrer Freundin geschieht. Stellas Körper wird von Sharpay übernommen? Mein Gott, aber ich verstehe nicht ganz. Können wir das denn nicht aufhalten? Darüber habe ich nie Nun, dann denken Sie jetzt darüber nach. Wir müssen Stella retten. Ich kann sie nicht sterben lassen. Sie können damit wenigstens ein bisschen wiedergutmachen. So sehr mich der Gedanke daran schmerzt. Sie haben recht, Roger. Sie haben recht. Gut, ich glaube, ich habe einen Plan. Wir können sie retten. Es hat ein paar interessante technologische Durchbrüche als Abfallprodukte gegeben. Ich werde sie hineinschicken, um Sharpay zu stoppen. Was? Nein, ich glaube nicht. Es ist ihre einzige Chance. Wenn sie sich wirklich um sie sorgen, werden sie es tun. Oh. Schätze, es ist der einzige Weg, nicht wahr? Der einzige. Mhm. Nun, okay. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich bin mir sicher. Wir werden Folgendes tun. Sie bewegen Ihr Shuttle in das Labor B. In der Zwischenzeit werde ich neue Software für das Navigationssystem des Shuttle schreiben, mit der Sie die Naniten finden können. Das sind die winzig kleinen Roboter, die ich für die Übernahme entwickelt habe. Einer von ihnen ist Sharpay. Wenn Sie Sharpay aufhalten können, würde das die Überlebenschancen Ihrer Freundin enorm erhöhen. Danach, sobald ich sie lokalisiert und herausgeholt habe, werde ich versuchen, den Schaden zu reparieren, den der Übernahmeversuch an Stella angerichtet hat. So, Labor B. Das Shuttle ist von den Strahlen auf mikroskopische Größe reduziert worden. Hoffentlich kann man den Effekt umkehren. Vielleicht hätten Sie sich danach erkundigen sollen. Da gibt es gewisse Teile, die dürfen unmöglich kleiner bleiben. Aber ja, nicht drauftreten. Ja, und jetzt haben wir eine schöne Hommage an den Film ins Reise ins Mittelpunkt der, nicht der Erde, des Körpers.
Nee, wie hieß der Film? Mit Daniel Quaid? Ich weiß es nicht mehr, wie der genau hieß. Aber ich denke, ihr kennt den Film. Es ist ein ziemlich alter Klassiker. Wo derjenige auch verkleinert wird und dann in den Körper von jemandem, ich weiß gar nicht mehr warum, rein injiziert worden ist. Ich glaube, um irgendwas zu reparieren oder sowas. Eine schöne Anspielung auf den Film, dessen Name ich allerdings nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr genau weiß. Hängt da was an unserem Triebwerk? Und da blinkt auch was. So, hast du irgendwas zu berichten? Oh, das ist in Ordnung. Manuel ist gerade offline. Er kann mir hier eh nicht helfen. Na gut, dann nicht. Ich glaube, wir bräuchten jetzt wahrscheinlich erstmal wieder einen Raumanzug. Was ich nicht weiß, ist, brauchen wir auch den Helm? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Allein wegen der Sauerstoffversorgung, wenn wir so klein sind. Ja. Den Helm werden Sie... Na gut. Dann kein Helm. Aber wir nehmen ihn mit. So, was ist denn jetzt hier los? Was ist hier kaputt? Rotes Licht. Das ist nicht gut. Offensichtlich haben sich während ihrer Wüstenspritztour durch das venöse System einige oder alle Bestandteile der Mischung im Treibstofftank 3 verabschiedet. Das ist nicht alles, was sich verabschiedet hat, aber wir überspringen die Einzelheiten. Ich könnte es mir vorstellen, also bei... Naja, reden wir nicht davon. Wow, das ist interessantes Zeug, was Sie da aus dem Lufteinlass gezogen haben. Sieht aus wie ein Bündel Blutkapillaren. Wer wollte das nicht schon immer mal in der Hosentasche haben? Kommt mit. Und da liegt doch auch was, oder? Das sind Lungenbläschen, aber sie erinnern sie irgendwie an Spaghetti. Lecker. Ganz toll zu essen. Auch das kommt mit. So, können wir da irgendwie was machen? Diese Hitzeabschirmung sieht lose aus. Ups. Ich sollte vielleicht aufhören, das zu tun. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt, aber... Lassen Sie das Lämpchen des Treibstofftanks in Ruhe. Diese... Ja, okay. Ups. Alles klar. Schauen wir uns noch weiter um. Oh, wie nett. Oh. Sie traben auf dem Fundus herum. Einer riesigen Menge Gewebes, die die Außenseite des Magens bedeckt. Aus irgendeinem Grund gibt Ihnen das ein fantastisches Gefühl. Ein unglaubliches Gefühl. Sie fühlen sich... Magenhaft. Oh, magenhaft. Oh, der war echt übel. Der war wirklich übel. Sie erkennen ein bedrohliches, infektiöses Loch. Als ob Stella nicht schon genug Sorgen hätte. Sie hat ein Magengeschwür. Und nicht nur ein Geschwür, es ist groß, es ist bedrohlich. Kann vielleicht der Doktor hinterher noch irgendwie was machen mit? Ich glaube, ja, da kommen wir sogar weiter. Okay. Die Innenseite von Stellas Magen ist rutschig. Vor allem durch den Schleim, den die Magenwand produziert. Man kann auch ein paar Pockennarben sehen. Aber wenn man es genau nimmt, ist das der schönste Magen, in dem sie je gewesen sind. Es gibt da ein Problem. Okay. Die kleinen Roboter sind die Naniten, die bei der Übernahme von Stellas Körper helfen sollen. Diese hier sehen aus wie Wachnaniten. Ich sehe keine. Nach allem, was Sie wissen, könnten es auch Ballerina-Naniten sein. Ich sehe keine. Kommt man hier eigentlich runter? Ja, tatsächlich. Okay. Okay, was haben wir denn da alles? Das sind die Naniten. Eine Traube von säurescheuen Naniten lungern in der Nähe des Duodenums herum. Sie kennen all die coolen Plätze zum Rumlungern. Wie die meisten Hauptpersonen in Computerspielen, die sich in der aberhundertsten Fortsetzung befinden, unterbrechen sie ihre Handlungen, um über ihre Folge nachzudenken. Sie stellen fest, dass sie eine Menge Zeit damit verbracht haben, den Inhalt ihres Magens zu betrachten,
jedoch noch nie eine so gute Sicht auf die potenzielle Kotze von jemand anderem hatten. Die Pfützen sind trügerisch ruhig und seicht. Sie sehen harmlos aus, aber in ihnen tobt eine Mischung aus Pepsin und Salzsäure. Mit dieser Soße kann man ein Loch in den Wohnzimmerteppich, jedes Eiweiß, Bakterien und vor allem in sie selbst brennen. Okay. Ich erinnere mich, die mussten da zum Ansteigen bringen, damit die Naniten da, dabei umkommen. Können wir da reingehen? Können wir? Wir sind da ein wenig zu weit gegangen für eine Erfahrung aller Zauberer von Oz. Ja, alles klar. Da haben wir noch eine Wieso ist eine Feder im Magen? Eine Feder? Wenn, also falls wir die Möglichkeit haben, sollten wir Stella mal nach ihren Essgewohnheiten fragen. Ja, das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Eine Feder im Magen? Naja. Kommt mit. Was ist das hier? Locker mit der Magenauskleidung verwoben finden Sie ein Stück Sellerie. Mit dem Zeug könnte man Stahlgürtelreifen verstärken. Es heißt, das wäre die ursprüngliche Inspiration für die Erfindung der Zahnseide gewesen. Man müsste in der Knopfhoff-Show mal einfach besser aufpassen. Oh, die Knopfhoff-Show. Die gibt's schon lange nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ah, die habe ich als Kind sehr gerne angeschaut gehabt. Kommt mit. Sellerie. Ein Sellerie-Seil. Jawohl. Wie merkwürdig. Eine verbogene Heftklammer. Und bis jetzt konnte sie der Verdauung widerstehen. Vermutlich aufgrund ihrer Lage und Stellas momentanem Mangel an oraler Nahrungszufuhr während ihrer Gefangenschaft. Eine Heftnadel. Die Säure Heftnadel. Ist noch nicht hoch genug gestiegen, seit dieser Gegenstand seinen Weg hier hinein gefunden hat. Was zum Teufel dachte sie sich nur, als sie die Heftklammer verschluckte? Vielleicht war das ein Teil einer neuen Diät in Cosmopolitan. Ja, das ist nicht so gut, sowas zu verschlucken. Überhaupt nicht. Nehmen wir auch mit. Jetzt könnte es vielleicht gut sein für Stella. Die sehen gut aus. Junge, dieser Micro-Prozac, den sie inhaliert hat, hat ihren Stoffwechsel auf Zeitlupe geschaltet. Die Magensäure hat die Dinger noch nicht mal berührt. Können wir die auch mitnehmen? Sie erhalten einen Smartie. Ich hab doch schon eins. Alles klar, dann nicht. Was passiert, wenn wir jetzt hier durchgehen? Da werden die uns die Naniten... Naja, buchstäblich zerfetzen. Und so bleiben die Augen. Die sind aber schlagkräftig. Wenn man sich aber überlegt, wie die ihre Schuhe hinterlassen haben, sollten sie die Sache mit den Anti-Schweißeinlagen noch einmal überleben. Alles klar. Wie war das? Wir konnten, glaube ich, aus dem Seil und dem Ding hier was bauen. Genau. Und ich glaube, jetzt konnten wir doch hier mit was machen. Die Innenseite von Stellas... Es gibt da noch alle... Die Innenseite... Es gibt noch alle... Konnte man das nicht jetzt hier mit benutzen? Cool. Okay. Und dann klettern wir da hoch. Hey. So. Okay. Moment mal, was ist das? Ein riesiger Felsen aus Hanutoid-Nahrungsmittelersatz hat sich unterhalb ihrer Epiglottis verkeilt. Hat vermutlich den Weg zum Magen nicht geschafft. Okay. Kaut diese Frau denn nicht? Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, das bringt nichts. Klettern wir mal weiter hoch. Das sind die Luftröhre und die Hauptbronchien. Das sind die Dinger, an die die Lunge angeschraubt ist. Ja, angeschraubt ist gut. Das ist eine dieser niedlichen Retardkapseln. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind das die, die sich erst auflösen und den Wirkstoff freigeben, wenn sie eine bestimmte Gegend nach dem Magen erreicht haben. Und es liegt auch hier rum. Okay.
Ist es jetzt runter oder liegt es auf diesem einen Ding drauf? Schauen wir mal. Ja, die liegt jetzt da drauf. Also noch weiter nach oben. Was ist los? Noch nie eine Speiseröhre gesehen? Naja, so genau nicht, ehrlich gesagt. Okay, höher können wir nicht. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch dazu bringen, dass das in den Magen landet, hätte ich gesagt. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.